Was geht YouTube und herzlich willkommen zur letzten Squad-Builder-Folge hier im United World Cup, Leute. Ja, ihr seht vielleicht schon, Leute, wir haben jetzt hier zwei Upgrades gemacht und man muss dazu vielleicht eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar wollte ich eigentlich diesen Hero Messi, aber leider habe ich mir den nicht leisten können mit den Coins, weil ihr wisst ja, ich habe kein ganzes Jahr FIFA YouTube gemacht, deswegen habe ich nicht so viele Coins. Aber ich habe mir jetzt den normalen Messi geholt, habe auch immer noch 100 Team Leader SCC rechts, Mittelfeld habt ihr euch gewünscht und ich habe mir natürlich den Torwart dann noch genommen, hier den Muslera, damit ich jetzt nicht mehr wie Konis im Tor habe, Leute. Also das heißt, wir haben jetzt wenigstens Messi im Team. Ja, zwei Upgrades können wir noch machen jetzt und dann schauen wir doch mal, wie sich jetzt diese Folge hier entwickelt. So Leute, ich habe mich eben kurz eingespielt. Wir haben hier gerade dementsprechend 875 Spiele bei Suarez. Das heißt, am Ende der Folge darf ich 877 Spiele haben. Ja, gucken wir mal, wie das mit Messi da jetzt klappt auf rechtem Mittelfeld. Beim einen Spiel hat es nicht so gut geklappt, um ehrlich zu sein. Aber egal, Leute. Gucken wir doch mal, was wir jetzt für ein Spiel haben. Geil, Leute. Das wird das Team jetzt. Richtig, richtig geil. Okay, ich habe gerade mal die Jungs gefragt, ob man die Formation ändern darf. Darf man anscheinend. Okay, vielleicht ändere ich die Formation nochmal, wenn mir Messi da nicht so gut gefällt, dass ich irgendwie eine Formation finde, wo er dann rechter Flügel ist. Oh, Leute, ey. Jetzt spielt er auch noch mit Gästen, Leute. Mit Gästen. Die sitzen da jetzt gerade zu viert vor ihrer Playsee. Und ficken mich jetzt wahrscheinlich mit dem Team auch noch. Ach. Ey, Leute, das wird jetzt ein Spiel, Leute. Das ist unglaublich, wie das jetzt wird. Mit Gästen, das habe ich selber noch nie gehabt. Die werden jetzt halt wahrscheinlich komplett drauflaufen die ganze Zeit. Da kommen halt solche Pässe mal gut und gern zustande. Aber dann absolut katastrophal. Die werden jetzt so draufrennen. Suarez Golasso 1:0. Komm schon. Genau so muss es laufen. Messi auf Suarez. Das sind 50.000 am Start. Das sind wahrscheinlich gerade irgendwelche Besoffenen. Das Team ist halt trotzdem tausendmal besser. Aber die sitzen gerade vor ihrem Fernseher, gerade nach dem Deutschlandspiel. Und geben jetzt hier Tryharden jetzt hier um ihre Ehre. Ey, das ist so krank, Mann. Du kannst... Ja, der schießt jetzt. Leute, das wird nicht... Es wird nicht mal so extrem einfach, wie ich dachte. Man muss eigentlich nur ausnutzen, dass die jetzt die ganze Zeit grätschen werden. Aber dann kam die halt auch das Glück. Oh, Leute, ich glaube, so einfach wird es nicht. Okay, okay. Ja, der bleibt Suarez auf dem Fuß stehen. Sehr schön. Suarez. Ah, den hat er, den hat er. Ja, Digga. Ja, genau solche Aktionen habe ich mich drauf gefreut. Aber der kommt halt auch an dann, ne? Oh, Ederson. Der war ja auch schon in einer der ersten Folgen. In der ersten Folge war Ederson so richtig mein Kryptonite. Ederson hier, was weiß ich, wie er da hingeht. Messi mit dem Kopf. Besser Suarez. Besser Suarez für 100.000. Besser Suarez, Leute. Sehr schön. Sehr gut. Gut, dass Messi den nicht gemacht hat. Gefällt mir. Hier schön, zack. Sehr schön. Zweimal Suarez, so muss das sein. Heftiges Tor. Heftiges Tor von Pogba. Ja, was willst du machen? Die spielen halt so komisch, du hast halt noch nie gegen so jemanden gespielt. Und die Spieler sind halt individuell so stark, es ist komplett krank. Oh mein Gott. Ja, Digga, du kannst nichts machen, du kannst es nicht verteidigen. Du kannst es nicht verteidigen. Die sind einfach zu zehnt vor ihrer scheiß Playsee, Mann. Ja, irgend so ein Lucky Dreckstor, Alter. Hier in your face. Mit Vera auch noch. Ich glaub's nicht. Mit Vera. So ein richtiges Drecks-Lucky-Tor. So. 90.000 Münzen wären das jetzt. Wieso spielst du denn nicht, wenn ich's drücke? Verdammte Scheiße, Mann. Ey, das fuckt ab. Van Basten, Digga. Oh, ich hoffe, sie schlagen ihn gerade vor der Konsole. Wenn wenigstens Messi die ganze Zeit mit vorne wäre, ne? Aber ist er ja nicht. Ah, jetzt vielleicht mal hier. Letzte Kraft, Messi macht ihn nicht. Rodriguez macht ihn nicht. Okay, Leute, wir haben jetzt die 90.000 Münzen rausgenommen aus diesem Spiel.
Ey Leute, was ist das für ein komisches Spiel gewesen? Jetzt mal ohne Witz, Digga. Bitte hab jetzt nicht so ein übertriebenes Team. Bitte, 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 bitte. Und bitte lass meine neue Aufstellung funktionieren. Okay, es geht. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Es sind ein paar miese gute dabei, aber es ist nicht so schlimm. Oh, nicht wieder so einer, der hinten rumspielt, bitte. Sag ich schon so nach 2 Sekunden, beschwere ich mich schon voll. Messi läuft jetzt schon irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Einfach so, weil er jetzt aus seiner Position spielt, die er auch spielen will. Suarez schießt auch die Pässe härter als die Schüsse. Messi. Nee. Schön. Ja, genau so ein ekliges Tor mal mit Messi machen, Alter. Genau so, Mann. 120.000 Münzen. Nein, es ist so lächerlich. Es wäre auch wieder, es war wieder Pech, aber dann wieder Glück. Also wirklich, also was die, dass die heute keine Tore. Ich weiß nicht, ob Muslera hier gerade Zauberertricks macht, aber die schießen alle daneben. Muss man nichts zu sagen. Einfach mal Glück haben in einer Folge. Wie dreckig spiele ich hier gerade? Was für ein Schüsschen ist das von Suarez, verdammt, Alter. Guckt euch das an. Heftig. So, Messi ist natürlich langsamer. Ah, kann sich aber hier durchsetzen. Jetzt zieht er mal ein bisschen nach innen hier. Kann sich durchsetzen. Ah, nein, ich hab doch gespielt. Ja, komm. Ja. Suarez. Ah. Oh, es wäre so geil gewesen. So lächerlich unverdient geil. Kennt ihr das, wenn ihr vorher wisst, dass ihr jetzt ein Tor kassiert? Das war genau das. Jetzt macht er Pause. Ein Rage Quit vielleicht. Das wäre einfach mal fair. Wird dann zwar keine Ultra-Star-Spieler bekommen, aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal schauen, was ich euch dann am Ende in die Auswahl stelle. Ich müsste jetzt schon noch 5 Tore kassieren, um ohne Upgrade rauszugehen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Laufen wir doch mal ein bisschen hier mit dem Lionel Messi. Und ziehen wir doch mal ein bisschen nach innen mit dem Lionel Messi. Genauso wie man das macht mit Lionel Messi. Boah, ist das krass, dass er den gehalten hat. Ich glaub's nicht. Ich habe so sicher gedacht, dass ich den jetzt mache. Komm, Messi, jetzt mal die beste Ecke heute. Jawohl, Messi kriegt den Ball zurück. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt mal die Real-Life-Strategie. Okay, doch nicht. Scheiß drauf. Und dann dieser Fehlpass. Ausgerechnet dann. Digga, der ist so viel zu schnell. Ist ja ekelhaft. Ja, eigentlich. Eigentlich zählt das Tor nicht. Aber 110.000 Münzen haben wir noch. Eigentlich zählt das Tor für mich nicht, aber 110.000 Münzen haben wir noch. Das ist dann halt so ein Tor, das ist halt eklig. Klar, es ist verdient, aber es ist eklig. Digga, wie oft drückst du noch auf Pause? Wie wär's jetzt mit dem Rage Quit? Okay, Leute, es geht in die Verlängerung. Das heißt, mit einem Sieg können wir uns nochmal 30.000 Münzen holen. Und nochmal also mit dem Siegtor dann quasi nochmal 30.000. Also 60.000 Münzen jetzt von einem normalen Spieler sozusagen Tor wert. Wenn wir mit einem eins machen oder von Suarez wäre es 80.000 wert. Aber gegen Dr. Professor Passquote ist es gar nicht so einfach. Schön, wichtig. Ganz wichtig. Also dieser Pass ankommt, war auch wichtig. Und jetzt geht's richtig los hier. Ey, das ist nicht normal. Ich habe gar keine Chance gehabt. Schön auf Suarez. Was für ein dreckiges Tor. Und er ist gequittet. Da muss ich jetzt gleich mal nachfragen, was das eigentlich bedeutet. Ah, Leute. Da hat er die Plays direkt mal ausgemacht. Ich hatte kurz 170.000. Habe 2 Gegentore bekommen, also 110.000. Nehmen wir das Rage Quit in der zweiten Halbzeit. Das sind 100.000. Es gibt dafür keine Regel, ganz ehrlich. Ich würde das einfach so machen. Oder ich rufe den Gamer Brother jetzt mal an. Also, ich zeige jetzt erstmal kurz, dass ich nur 2 Spiele mit Suarez gemacht habe. Fangen wir vielleicht mal damit an. Dementsprechend müsste jetzt hinten die 87 stehen. Die 77 meine ich. Ja, die steht. Das heißt, wir haben 2 Spiele gemacht. Haben jetzt hier Messi auch keinen Vertrag mehr. Alles klar. Okay, Leute, das bedeutet, laut meiner Ansicht, dass wir eigentlich
mit dem, das ein Tor mit United da war und Rage Quit zweite Halbzeit, muss man eigentlich so nennen, ist es dann für mich gewertet mit 150.000 Münzen. Das heißt, wir haben 260.000 Münzen gewonnen. Ja, das ist richtig. Das wird jetzt auch so sein, weil das stimmt einfach. Es war ein Rage Quit in der zweiten Halbzeit. Also es war nicht in der ersten Halbzeit, es war ab der zweiten. Und deswegen, es war trotzdem noch ein Rage Quit. So. Okay, dann blende ich jetzt mal wieder Spieler ein. Ihr könnt einen davon wählen, oben in der Infocard und mir sagen, welchen Spieler ich verpflichten soll und welchen Spieler ihr, ich sag mal, mir schenkt. Und dann darf ich mir noch einen selber aussuchen. Also viel können wir nicht mehr ändern, aber ihr seht jetzt eingeblendet, wer noch alles in Frage kommt. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum ersten Spiel dann tatsächlich im United World Cup. Bis dann und ciao, ciao.